Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge, Part 3 von Let's Play Reus hier auf Deraphim Channel. In der dritten Ära angekommen. Ich dachte mir, ich mache den großen Reus-Marathon. Ich bin im Reus-Fieber. Ich hoffe, ihr auch. Jawohl, deswegen direkt im Anschluss Part 3 hier. Die dritte Ära, das dritte und wahrscheinlich letzte Tutorial. Danach werde ich dann einfach mal entscheiden, ob ich das Ganze als Let's Play-Reihe hier einfach mal weiterführen werde. Mit Hilfe eures Feedbacks natürlich. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier Let's Play, deswegen geht's auch los. Ja, ich habe jetzt nämlich hier schon ganz viel weitergeklickt, ist aber egal, passt schon. Ja. Es ist jetzt hier eigentlich alles nur. Ja, die, ohne mich sterben die nämlich. Blabla, bla, hier steht gerade viel Blabla. Bla, deswegen, jetzt nach dem Blabla kommen natürlich wahrscheinlich wieder meine Giganten. Jawohl, da ist der erste für die Ozeane, wie wir schon wissen. Ohne die gibt's keinen Wald. Huch, aber wen haben wir da? What the fuck? Der sieht ja auch mal extrem chillig aus. Sumpfgolem oder sowas? Keine Ahnung. Oh Gott, wie ist es? Wie ist der denn drauf? Oh mein Gott. Ja, hier steht's doch. Sumpfgolem, genau. Er kann Sümpfe generieren. Ja, genial. Okay. Auf jeden Fall soll ich jetzt die beiden nutzen. Ich mache auf jeden Fall erstmal einen Ozean. Das ist klar. Ozean muss einfach mal sein, würde ich sagen. So, also her damit. Und dann schauen wir uns doch aber direkt mal jetzt schon mit dem Sumpfgolem an. Mach mal nämlich hier auf der Seite vom Ozean mal einen fetten Sumpf. So, zack. Und schauen wir uns mal an, wie das jetzt abgeht. Vielleicht gibt es sogar ein Sumpfvölklein, die hier auf den Bäumen wohnen, wollte ich gerade sagen. Aber die Bäume sehen jetzt nicht so bewohnbar aus, wie ich persönlich finde. Aber man weiß es ja nicht. So, alright, weiter geht's. Wunderbar, excellent, sagt das Spiel. Aha, der Sumpf kommt zu leben und so weiter und so fort. Der Sumpfgigant hat eine neue Ability bekommen. Kräuter gibt's. Oha, lecker Kräuter, om nom nom. Schön, warum eigentlich nicht? So, also her mit den Kräutern vom Kräutergigant, von der Kräuterhexe, Kräuter... Ihr wisst schon, ich muss das nicht weiter ausführen. So, meinen Wassergiganten ziehe ich aber direkt mal hier rüber. Dann können wir hier schön große Sumpffläche direkt machen. Mache ich dann direkt wieder... Oh, und da ist schon das erste Dorf. Mache ich dann direkt wieder wie bei der letzten Map. Wie gesagt, die ganzen Fehler waren ja daraus, dafür, dass wir daraus lernen. So, well done. Okay, da sind mal wieder Menschen. Und die Herbs sind für Technology gut. Die produzieren halt gerade noch keine Nahrung. Dann frage ich mich, wie diese Burschen überleben. Aber gut, das soll deren Problem sein. Pfefferminze gibt's da. Ja, wunderbar. 7 Technology gibt die Pfefferminze. Okay. Ja, und dann warten wir jetzt quasi hier mit dem Dorf, bis die Pfefferminze natürlich auf 7 von 7 geht. Weil 7 stehen zur Verfügung und aktuell werden nur 2 genutzt. Das kann dann natürlich bis 7 hochgehen. So, schauen wir nochmal, wie geht's weiter. Aha, okay. Okay, es gibt wieder ein bisschen mehr Stärke. Der, okay, der Ocean Giant hat wieder eine Stärke bekommen. Diesmal sind es nicht die Tiere. Diesmal ist es Wachstum, okay. Der Growth Aspect, okay. Upgrade Plants, Animals and Minerals. Okay, mit dieser Ability können wir jetzt Pflanzen, Tiere und Mineralien aufwerten. Coolio. Also sollen wir jetzt natürlich, gut, dafür ist er jetzt zu weit weg, dann holen wir doch schnell hier rüber. Damit sollen wir jetzt nämlich die Pfefferminze behandeln und das machen wir doch auch einfach mal direkt. Dass quasi das Dorf effektiver von einer Pflanze Pfefferminze direkt die Technologie bekommen kann. Wahrscheinlich. Ich nehme an, vielleicht gibt es dann direkt das Doppelte oder so. Oder 10 zumindest. Schauen wir uns doch mal an. Die Spekulationen haben gleich ein Ende. Ach nein, Nahrung gibt die Pfefferminze jetzt auch noch. Ja,
Das ist doch mal wunderbar. Dann ist doch das Nahrungsproblem auch direkt so ein klein wenig gelöst. Ja, sehr schön. Und dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Upper right corner, ja, bla bla. Ach ja, hier genau. Das war eine. Ach nee, jetzt gibt es hier Transmutationen, oder was? Grow Aspect, warte, jetzt muss ich nochmal hier kurz lesen. Okay, also es ist der Aspect hier, der hat halt quasi extra Food geaddet. Und ja, alles ist ganz wunderbar. So, und dann schauen wir nochmal, wie geht's weiter. All Giants können Aspect Abilities. Ach nee, die haben alle Giants haben die, oder was? Nee. Can have, aber alle können die haben, wenn ich das richtig verstehe. So, okay. Aber es gibt noch mehr Transmutation. Jetzt gibt es nämlich die Transmutation, die ich eben schon gesehen habe. Nämlich hier. Und da kann man das Ganze in Tomaten nämlich verändern. Ich nehme an, Tomaten werden dann halt mehr Nahrung statt Technologie geben. Ich denke mal, wir sollen das einfach einmal machen. Und zack, jawohl, es gibt sogar ein Technologie mehr. Sensationell. Es sieht hier gerade Wurst aus, dieses Vieh. Sieht aus wie ein Monsterfrosch oder so. Keine Ahnung. Oh Gott. Ja, wie dem auch sei, hier sind Tomaten. Saugeil. 12 Nahrung, 8 Technologie. Sehr schön. Aha. Ja. Bla bla. Don't forget, Tomatoes haben eine neue Symbiose. Okay, was ist denn die Symbiose? Sie haben auch wieder eine Transmutation, die ist aber auf jeden Fall noch versperrt. So. Ja, healthy, bla. Da verstehe ich nicht ganz. For each food on this patch. Ja, irgendwie gibt's Technologie für jede Nahrung oder so. Extra Technologie für Nahrung. Irgendwie so, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich irgendwas Falsches sage oder irgendwas falsch verstehe, korrigiert mich einfach. Aber jetzt Ruhe derer, hier passiert gerade wieder was. Okay, es ist ein Projekt gestartet worden, ein Schulprojekt. Also ich denke, es wird eine Schule gebaut. Irgendwie so. Wie dem auch sei jedenfalls. Aha. Die brauchen wieder eine gewisse Menge Zeit. Okay, dann chillt euch mal. Nehmt euch eure Zeit. Sie brauchen auf jeden Fall mehr Technologie. Sie brauchen mehr Nahrung. Das sehe ich jetzt schon. Neue Spezialisierung, bla bla. Ja. Was ja immer, ich weiß, glaube, das mit Spezialisierung ist einfach immer dieses Panel gemeint oder das hier. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Project, View, Project Panel, ja, habe ich schon, don't forget, bla, Space, Pause, Unpause, ja, achso, Pause ist nicht schlecht, stimmt. Okay, dass man schon mal zwischendrin was machen kann. Huch, was passiert? Nichts, okay. Alright. Use your Giants to complete the project. Natürlich, das machen wir. Und zwar gibt es jetzt nämlich mehr Kräuter erstmal. So. Los damit, weil für das Projekt werden ja noch Sachen benötigt. Deswegen gibt es hier wieder Peppermint. Was brauchte das denn jetzt hier eigentlich, dass das transmutieren konnte? Transmute with a lesser growth Aspect. Ach, stimmt. Dann machen wir den lesser growth da drauf. Stimmt. Dann wird das wieder eh schon besser. Dann kommt nämlich schon mal wieder Nahrung hinzu. Zack. So. Und dann können wir das jetzt noch zu Leckertomätchen aufwerten. Sind gerade nicht ganz so stark wie die anderen, aber das reicht auf jeden Fall jetzt locker, lässig, um hier gleich alle Objectives, alle Herausforderungen, alle Forderungen, Anforderungen für das Schulprojekt erfüllt zu haben. Und bis jetzt habe ich noch keinen Fehler gemacht, nichts kaputt gemacht. Unglaublich, aber wahr. Sensationell. So. Oh Gott, jetzt sag nicht, die brauchen auch noch hier 13 Minuten. Ja, was soll ich denn jetzt 13 Minuten machen? Denk doch mal an Let's Player. Ach, was ist denn eigentlich das hier oben? Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Oh. Okay. Aha, Bauprojekte. Kann man hier sehen. Ah, whatever. Hey, ho, let's go. Da geht's ab. Hey, way, Party. Und da habe ich wieder eine nette Dame diesmal bekommen. Great use Symbio. Ja, super habe ich es genutzt, sagt mir das Spiel. Ich bin begeistert, ebenso.
Und da ist wieder der Ambassador, whatever. Und der will auf jeden Fall wieder einen Giant besteigen. Oh mein Gott, wie das klingt jedenfalls. Welchen soll er denn mal nehmen? Ich finde den Sumpfgiganten super, deswegen darf die Keule hier auf den Sumpfgiganten. Also schnapp sie dir. Zack, und was kann der jetzt? Oh, Gift. Also, aber scheinbar vergifte ich damit nicht meine Villager, sondern mache die Pflanzen nicht zu mehr nahrungsfähigen Objekten, sondern zu mehr technologiebasierten Dingen. Deswegen würde ich sagen, probieren wir das einfach mal aus. Wir haben hier nach der Richtung auf jeden Fall noch mehr als genug Platz. Deswegen gibt es hier einfach mal direkt die Herbs und einmal die Erweiterung da drauf. Ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, ich vergifte damit jetzt nicht mein... Oh mein Gott. Fuck. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich vergifte nicht mein Dorf damit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie werden alle sterben. Nein. Oh, aber das hat jetzt, wie wir sehen können, die zweite Transmutation möglich gemacht. Die gucken wir uns jetzt einfach mal an, nicht? So, schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja. Irgendwas mehr bekommen oder so. Ja, schauen wir doch mal, was das Tutorial eigentlich von uns will. So. Ja. So. Haha. Ja. Villagers, bla. Prosperity, aha. Prosperity Bar. Upper Left Corner. Ach ja? Wo denn? Da muss ich nochmal hier Tutorial. Raising. So, raising any of the three resources in use will directly increase total prosperity. In order to set it, you must reach a total prosperity of 50. Was ist denn jetzt hier Prosperity, meine Freunde? Ach komm. Auf jeden Fall, oh hier, Grenzen haben sich wieder erweitert. Ich bin begeistert. Vielleicht ist es dieses hier. Ah ne, das ist Nahrung. Aber warte mal. Hier klicken wir mal durch. Das ist vielleicht diese HP oder das. Ist mir jetzt auch eigentlich Hupe. Das wird sich dann im Kontext erschließen, glaube ich. Siehst, weil wir haben schon wieder irgendwas geschafft. Vor lauter Gelaber und Gegucke. Ach komm, hier. Das Waldäffchen ist da. Ja, coole Sache. Er ist erwacht. Wunderschön. Using the fruit ability in the swamp. Different plant. Ja, cool. Dann mach mal das doch einfach mal. Wählen wir noch mal unser Äffchen aus. Leaf Aspect hat er jetzt auch. Okay, es ist wieder ein Aspekt, der die Pflanze verändert. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal hier wieder noch eine Fruchtpflanze. Wie gewünscht. So, schauen wir noch mal, was passiert. Okay. Elderberries gab es hier. Was hat das für... Das hat aber auch Tomato, aber Pineapple. Okay, Lesser Fruit Aspect soll das da drauf gemacht werden. Aha, und das ist Lesser Leaf Aspect. Ah, das hat Leaf Aspect, aber ich will ja nicht wieder Tomaten irgendwie. Ich hätte ja gerne... Ich hätte gerne den Fruit Aspect, aber irgendwie... der sieht mir auch nicht nach. Der hat auch keinen Fruit Aspect. Ja... Ah, hier, der hat Fruit Aspect. With Forest Ambassador. Aber warte mal. Gut, dann sage ich mal hier, kann ich die wieder freilassen, sag? Hier, Dame. Ach, hier, da ist das Porträt. Ah, das ist eh Swamp. Jetzt ist es... Oh nein! Kriege ich die nicht mehr frei? Damn it! Naja, anyways. Dann machen wir halt wieder Tomaten draus. So, Bisch, Bash, Bosch. Ratze, Fatze. Dann zack hier. Das gibt auf jeden Fall mehr Ressourcen. Mehr Ressourcen sind super. Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich... diese Prosperity. Soll ich auf über 60? Wo ich immer noch nicht ganz geschnallt habe, was das ist. Aber macht ja nichts. Hier. 60. Zack. Da steht's doch. Habe ich. Läuft doch. Boff. Also brauche ich 61 oder was? Naja, sie können ja noch sammeln. Glücklicherweise, und da sind wir, 61. Well done. Okay. Ein Nomade spawnt jetzt. Okay.
Aha. Okay. Aha. Okay. Ja, vielleicht kann er irgendwie neue Siedlung machen oder so. Keine Ahnung, schauen wir uns mal an. Wo ist denn der Wicht? Use a forest giant and ocean giant to raise a forest. Ja. Das kriegen wir noch hin. Stimmt. Das Vorhaben hatten wir doch eigentlich eben schon. Da gucken wir einfach mal kurz. Ich glaube, das hat die halbe Breite von dem so, dann so. Irgendwie so machen wir das. Ich hoffe, da passt jetzt ein Wald hin. Dass das breit genug ist, meine ich. Mit dem Wasser, dass das reicht. Ich habe so meine Bedenken. Aber wir lassen uns davon jetzt einfach mal nicht beirren. Der kann ja schon mal in die Richtung tappeln. Ah, nee, das geht sich nicht aus. Ich mache den Ozean einfach mal, ich würde sagen, hierhin. So, ein Feld weiter drüben. Ansonsten zur Not können wir den ja, glaube ich, auch noch breiter machen. Das geht ja. Okay, so, schauen wir uns doch einfach mal an. Was sagt das Äffchen? Kuh. Naja, fast sogar einen zu breit. Macht nichts. Ich hoffe, das reicht dem Spiel. Wie viel soll ich machen? 10. Sind das jetzt 10? Schauen wir mal. Jawohl, geht weiter. Sind 10. Okay. Exotic Animals. Es gibt exotische Tiere jetzt beim Swamp Golem, beim Sumpf Golem. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal. Wir haben ja hier noch ein bisschen freien Platz. Zwei freie Felder im Sumpf. Dann machen wir hier einfach mal noch so diese exotischen Tiere hier hin. Testweise. Ich weiß nicht, ob man da mit der Anordnung vielleicht auch noch irgendwas optimieren kann. Hier ist ja eh alles vergiftet oder so. Kein Plan. Haben die irgendwie eine Symbiose vielleicht? Antitoxin. Naja, das ist immer gut. Elderberries sind in der Nähe, aber vergiftete, oder? Ah, nee, das sind Tomaten. Dammit. Aber warte, das kriegt man hin. Elderberry, Guy, Äffchen, Man, komm her. Kann er nicht mehr. Fuck. Sage ich nicht so oft, aber musste mal sein. Egal. So, was kannst du denn hier machen? Da brauchst du jetzt diesen Herder-Aspekt oder Predator-Aspekt. Den hat der hier. Aber Herde hatte irgendjemand anders. Aber macht nichts, sie sind eh noch nicht freigeschaltet. Von daher, ja, wie dem auch sei, jedenfalls hier haben wir jetzt Wald. Wie geht's denn jetzt weiter? Exotic Animals, Exotic Swamp Giant Forest, Create Animals. Ja, haben wir. Und jetzt? können wir da drauf Leaf-Aspekt machen oder was? Oder hier drauf nochmal? Puh, hätten wir. Ah, war das jetzt wieder ein Fehler? War man jetzt wieder zu schnell? Oh nein, das wäre ja echt bitter. Ah, puh. Na, da würde ich mich ja jetzt wieder ärgern. Also, so ein bisschen. Ihr könnt mich da verstehen. Macht da jetzt einfach nochmal Fruit-Aspekt drauf. Da ging wieder nach oben. Ah. Ja. Ja, naja. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich mache einfach mal noch ein paar hier davon hin. Kann ich denn so ein Feld irgendwie abreißen oder so? Irgendwas machen damit? Zerstören? Hey, das gibt es doch nicht. Jetzt nur, weil ich da zu fleißig war und das schon geupgradet habe oder was? Passt doch hier. Poison Dart Frog. Wo ist denn das Problem? Ich hab doch Animals, meine Freunde. Müssen doch keine Otter oder Iguanas sein. Um Gottes Willen. Leute. Was haben wir denn hier eigentlich? Auch Tomaten. Dammit. Ah! Es macht mich gerade schon wieder närrisch. Aber ich probiere es gerade noch weiter. Ich probiere es noch weiter. Ich gebe nicht auf. Vielleicht gehen die auch einfach nur ab, weil hier ein bisschen Gift ist. Kein Plan. Weil die ja scheinbar hier symbiotisch irgendwie schon abgehen. Irgendwie. Ich frag mich nicht. So, Leute, jetzt hier, guckt doch mal. Ihr habt jetzt so viele Tiere. Hier steht ja auch keine Zahl irgendwie. Vielleicht brauchen sie nur eine gewisse Menge.
oder irgendwas. Ich habe halt leider nicht die passenden Aspekte, das ist das Problem. Ja, ha. Auf jeden Fall sind ja auch wieder so blöde Frösche und ja. Ja, naja, ja. Es ist ja jetzt alles wieder irgendwie suboptimal. Ach, Mensch, Leute. Kann alles nicht wahr sein. Ach, Leute, Leute, Leute. Naja, wie dem auch sei, passiert hier jetzt noch was, weil ansonsten würde ich sagen, dritte Ära, Neustart oder neues, nee, nächstes Let's Play oder weitermachen oder stoppen. Oh, da kam jetzt aber auf jeden Fall noch ein Viech dazu, weil sich, glaube ich, die Grenze hier verhöhert hat. Erhöht, ihr wisst schon. Erhöht. Sie wurde erhöht. Aber es erhöht sich halt nicht viel mehr. Und es sind meine Sorgen. Ah, dass man das halt nicht downgraden kann, das ist das Problem. Und warum das jetzt gesperrt ist, weiß ich halt auch nicht so richtig. Warum ich da jetzt nichts Neues mehr machen darf. Warum ich das jetzt nur so eine gewisse Anzahl machen durfte. Und ich das jetzt natürlich dummerweise in Tomaten. Nee, was? Irgendwas verheizt habe halt. Und ja, ich könnte natürlich noch mehr Viecher machen, aber ja, das bringt denen ja auch nichts, weil dann müsste die Grenze wieder erweitert werden. Zumal hier ist ja nicht Sumpf. Aber kommen hier überhaupt Viecher? Komm, put, put, put. Oh, ist er jetzt nach oben gegangen? Oh ja, oh. Er ist wieder aber eins nach oben gegangen. Kann ich jetzt hier nochmal, wenn ich jetzt, stack das vielleicht? Liebe Freunde. Steckt das vielleicht? Irgendwie. Könnt ihr mir da mal was verraten? Oder was? Nee, keine Ahnung. Au, 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 hier. Es geht weiter. Oh, Gott sei Dank. Ich muss nicht nur anfangen. Gut, well done. Create Stones. Achso, ich hätte jetzt hier. Aha. Nomaden. Wo sind sie denn? Hallo? Nomaden? Aha! Oh, well done! Gut, dann waren wir doch nicht in einer Sackgasse und alles ist gut, das LP geht weiter. Part 3 von Let's Play Royce hier auf Derafin Channel für alle, die jetzt erst reingeschaltet haben. Hahaha. Oder es vergessen haben. So, wie dem auch sei. Ja, die Villages wurde nochmal gesagt, also die Dörfer spawnen wirklich auch nur in bewohnbaren Gegenden. Das macht auch soweit Sinn. Oh, und hier ist Grenze an Grenze. Ob das denn mal gut geht? So, irgendwas ist hier eine Symbiose, wunderbar. Rumble, irgendwas rumbelt. Oh mein Gott, oh, hallo. Na, der Knabe hat ja auch noch gefehlt, genau. Ja, schönen guten Tag. Der Rock Giant hat da auch irgendeine Symbiose. So, dann machen wir doch hier einfach mal ein bisschen Ressourcen hin. Keine Ahnung, könnte sich ja anbieten. Wenn nicht, nicht. schauen wir doch einfach mal. So, ja, sehr schön. Oh ja, hier ging es jetzt tüchtig nach oben. Sehr gut. Okay, ja, da geht es dann nämlich auch direkt weiter wieder. Stoats und Agathe. Ich weiß nicht, was Stoats sind. Das könnten diese Viecher hier sein. Ne? Stoats, ja, hier. Also nicht, was dort sind. Hier, das ist wieder Klugscheißer-Time in den Comments. Haut rein, haut mir eine rein, gebt's mir dreckig und klugscheißerig. Wie dem auch sei, die haben auf jeden Fall eine Symbiose. Wunderbar. Blueberries working well with chickens. Okay, also Symbiose mit anderen Pflanzen auch. Okay, Fruchtpflanzen vom Forest Giants für Blueberries im Wald. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Die kommen hier hin. So, schauen wir doch mal. Der tappelt jetzt erstmal ganz gemächlich rüber. Ihr solltet auf jeden Fall in dieser Folge nochmal eure Chance nutzen, Feedback zum Spiel, zur Let's Play-Reihe und so weiter zu geben. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel dann weitergeht nach den Tutorials. Ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen. Von daher glaube ich fast kaum, dass es euch erspart wird. Es sei denn, es schreiben alle: Boah Gott, was ist das für ein Scheiß? Spiel das nie wieder. Aber ich hoffe mal nicht, weil mir macht es tierisch Spaß und ich hoffe euch auch so. Aber hier geht's weiter, deswegen Schluss mit dem Blabla. So, weiter geht's.
Blueberries haben eine Symbiose und bla, Transmutation. Apple, Dandelion, Strawberry. Aha. Ja. Leaf-Aspekt. Okay, dann machen wir. Was? Use your Forest Giants, Leaf-Aspekt, Blueberries. Okay. Ach so, stimmt, das ist ja jetzt Wald. Wir sind ja jetzt hier woanders. Da werden ja hier keine Tomaten draus, sondern Strawberries, also Erdbeeren oder Äpfel. Und deswegen machen wir hier jetzt Äpfel draus. Genau das Falsche gesagt. Wir machen Erdbeeren draus. Steht ja auch hier. Weiter geht's. Blueberries next to Strawberries will create Symbiose. Aha. Sehr schön. Also gibt es jetzt hier nochmal eine Symbiose. Deswegen machen wir hier direkt daneben nochmal welche. Dass die in einer Symbiose zusammen. Oh ja, hier geht es nämlich direkt jetzt richtig ab. Dann können die in einer Symbiose zusammenarbeiten. Sehr schön zusammenwirken und leben. Don't forget, ja, der sagt mir jetzt hier schon wieder, dass ich pausieren kann. Klar, danke. Ja, das Projekt. Aha. Make sure Story Stories. Okay, hier ist nämlich das nächste Projekt jetzt wieder am Start. Was wird gebaut? Der Schrein? Nee, ist immer noch dasselbe. Food brauchen sie. Von wem ist denn das jetzt? Ach nee, das ist tatsächlich ein neues Projekt. Stimmt. Von denen hier nämlich, von den Nomaden von Shining Cliff, ist das Projekt. Ein Schrein nämlich. Dafür müssen sie jetzt einfach nur noch ein bisschen mehr Food sammeln. Haben aber auch auf jeden Fall genug zur Verfügung durch die schöne Symbiose. Deswegen müssen wir jetzt hier eigentlich gar nicht weitermachen. Was ist denn das? Magbomb. Okay. Infested Swampland towards Target Dealing. Okay, das ist jetzt schon Kampf. Das sieht so aus, als müsste ich dann vielleicht gegen andere Giganten irgendwann kämpfen. Uiuiui, sag ich mal. Schätz mal, die Fähigkeit ist jetzt auch freigeschaltet, weil die gute Dame da oben drauf sitzt. Schauen wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall steht hier jetzt schon eine Menge dran, ne? Eine Menge Ressourcen, das deckt ganz gut. Also diese Symbiose sind das, denke ich mal, die dann so zum Teil mehrere Ressourcen auf einem Feld schön verteilen lassen. Ja, das Dorf wächst auf jeden Fall und gedeiht. Wunderbar, da kam wieder eine nette Dame raus. Okay. Die Ressourcen wachsen. Ja, oh ja, da geht's ja richtig rund. Der Wahnsinn. Ah. Als Resultat werden sie jetzt sehr greedy, also gierig. Genau, gierig ist das richtige Wort. To tap space. Okay, also ich soll jetzt auf jeden Fall mal pausieren, um schauen zu können, was passiert. Oh, und ja, ich sehe. Hier ist noch der nette Smiley, aber hier ist ein etwas angriffslustiger Smiley oder wie auch immer man das nennen will. Wir sollen den Greed checken. Okay. Select the village. Okay. Oh ja. Oh. Hier ist volle Kanne of Greed. Aha, your village has, for the purpose of tutorial, your village has. Okay, weil das jetzt das Tutorial ist, sind die jetzt extrem gierig geworden. Okay, dann machen wir mal Pause weg und machen weiter. Witness how the. Okay, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie die jetzt total durchdrehen. Da kommen jetzt auf jeden Fall Troops irgendwie, Angriffstruppen. Und die drehen jetzt hier ein bisschen frei. Wohl. Okay. Auf jeden Fall, die Lichtstimmung ändert sich immer so ein bisschen. Oh, jetzt. Ah, ich glaube, die greifen das andere Dorf an. Oder? Ja. Denen reicht jetzt nicht mehr das, was sie haben. Auf der anderen Seite ist noch was. Deswegen marschieren jetzt die Truppen los. Und oh. Oh, sie greifen tatsächlich das andere Dorf an. Und da ist nichts als Zivilisten. Oder? Hä? Oh. Die haben sich gewehrt. Da kamen Pfeile zurück von der Schule oder so. Aber ganz schön mitgenommen, das Dorf. Wie ist denn das? Ja, hier stimmt. Die hatten ja immerhin so ein bisschen so Schwerter. Aber die haben natürlich unwesentlich mehr jetzt gehabt. So, wie geht's denn jetzt weiter? This new greedy village is beyond saving, destroy them. Wie soll sie zerstören? Den Rock Giant soll ich nutzen. Und das Village zerstören. Ein Erdbeben soll's machen. Ja, sauber. Ah, Macht.
pure Macht. Muhahaha. Muhahaha. Jawohl. Putz, putz. Ah, herrlich. Ja, sehr schön. Whatever. Shining Cliff has been destroyed. Ja, das war's. Well done. One village stood tall and strong, while the others greed led to its destruction. Ja, ein Village war stark und das andere wurde durch seine Gier zerstört. Genau. Es gab neue Entwicklungen. Okay. Plants, Animals, Minerals, Projects. Okay. Viele neue Sachen. Eines Tages werden die Menschen möglich. Nee. Able, was hier möglich? Ist es denen möglich? Was auch immer. Ja, bla. Auf jeden Fall wieder Schlaf oder was? Oh nein. Das war's. Liebe Leute, vielen Dank. Das war die dritte Folge von Let's Play Rise of Derafin Channel. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Ich werde euer Feedback der ersten drei Parts sammeln und das Beste draus machen. Ich glaube aber fast, da ich eine Menge Spaß damit hatte, euch werden weitere Folgen nicht erspart bleiben. Bis dahin viel Spaß mit den anderen täglichen Uploads. Hoffentlich täglich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht versprochen. Das wollte ich eigentlich nicht mehr sagen. Wie dem auch sei, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Euch noch einen schönen Tag. Tschö.